Herzlich willkommen bei DigiDigger, deinem Podcast rund um New Work, digitales Mindset und Unternehmertum. Heute haben wir die Ehre und das Vergnügen, den Peter Ruhnstroth-Bauer bei uns zu begrüßen. Er ist Geschäftsführer und nationaler Direktor der UNO-Flüchtlingshilfe. Tim, erzähl uns doch mal gerade, was Peter da tut und worüber wir heute sprechen. Sehr, sehr gerne. Peter und ich haben uns kennengelernt im Kontext eines Website-Pitches, den wir zusammen bestritten haben für die UNO-Flüchtlingshilfe. Und er ist mir als so sympathischer, gehaltvoller und kompetenter Mensch im Hinterkopf geblieben und die Arbeit der UNO-Flüchtlingshilfe als so wichtig und relevant, dass ich dachte, es ist einfach gut, darüber zu sprechen. Nämlich einerseits darüber, wie geht die UNO-Flüchtlingshilfe mit der Digitalisierung um? Aber natürlich auch, was für Herausforderungen gibt es möglicherweise gerade auch in der Flüchtlingshilfe durch Covid-19. Und ich freue mich, dass du heute hier bist, Peter. Herzlich willkommen. Ja, herzlichen Dank, Tim. Auch danke für die nette Einführung und hallo, Felix. Sag uns doch mal, Peter, wer bist du und was machst du? Ja, ich bin der Geschäftsführer und nationale Direktor, wie du richtig gesagt hast, der UNO-Flüchtlingshilfe. Und die wiederum ist der deutsche Partner des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen oder kurz des UNHCR. Der UNHCR ist eine UN-Organisation, die als einzige von der Völkergemeinschaft das Mandat hat, sich weltweit um Menschen auf der Flucht zu kümmern. Und wir als UNO-Flüchtlingshilfe mobilisieren in Deutschland die Zivilgesellschaft, damit diese Arbeit unterstützt und gefördert werden kann. Und das bringt bestimmt mit sich, dass die UNO-Flüchtlingshilfe eine Vielzahl von Aufgaben hat. Neben dem offiziellen Mandat, was macht die UNO-Flüchtlingshilfe alles? Wir informieren über Flucht, Fluchtursachen und Fluchtschicksale von Menschen. Denn die wenigsten wissen, wie viele Menschen tatsächlich weltweit auf der Flucht sind. Es sind über 80 Millionen. Darüber informieren wir. Wir sorgen dafür, dass in der Zivilgesellschaft Gelder mobilisiert werden, damit diese weltweiten lebensrettenden Einsätze des UNHCR finanziert werden. Und als dritte Aufgabe unterstützen wir Projekte für Geflüchtete hier in Deutschland. Vielen Dank für den kurzen Überblick über die wichtigen Aufgaben der UNO-Flüchtlingshilfe. Wie bist du überhaupt zu dem Job gekommen? Weil wir haben eben im Vorgespräch kurz darüber geflaxt, du bist ein alter Hörfunkmann. Was treibt einen dann zur UNO-Flüchtlingshilfe? Ja, ich habe ganz verschiedene Stationen in meinem Berufsleben hinter mich gebracht. Und da die erste große war tatsächlich für eine Hörfunkagentur aus dem Deutschen Bundestag zu berichten für Hörfunksender. Aber ich war auch Pressesprecher, war in der Landes- und in der Bundesregierung tätig. Und nachdem ich 10 Jahre in Berlin über Kommunikation und Strategiefragen beraten habe, NGOs, Stiftungen, aber auch öffentliche Auftraggeber, wurde ich vom Vorstand der UNO-Flüchtlingshilfe gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, von Berlin nach Bonn zu kommen, um dann hier diese Aufgabe zu übernehmen. Und das habe ich sehr gerne getan. Wie lange machst du das schon? Ich mache das jetzt seit 4 Jahren. Und was hat sich für dich auch in der Zeit geändert? Was hat sich möglicherweise auch in der Arbeit geändert und auch vielleicht gerade durch Covid geändert? Oh, das sind ganz viele Fragen. Es hat sich viel in der Zeit geändert und es hat sich auch viel in der Arbeit geändert. Auf meinen verschiedenen beruflichen Stationen war ich immer mit Veränderungsprozessen und größeren, mittleren oder kleineren Teams beschäftigt. Und so ist das auch hier bei uns, bei der UNO-Flüchtlingshilfe. Wir haben vor 4 Jahren einen Strategieprozess begonnen, der unsere Aufgaben ganz neu justiert und fokussiert und dadurch natürlich auch ein Veränderungsprozess stattgefunden hat. Vor 4 Jahren, das ist vielleicht am eindringlichsten als Beispiel, waren wir so um die 23 Mitarbeitende. Heute sind wir über 60. Also es hat sich eine Menge da getan. Und eine der großen, großen Herausforderungen war natürlich, wie für uns alle, die Covid-Pandemie.
Das war hier für meine Kolleginnen und Kollegen in der UNO-Flüchtlingshilfe eine Herausforderung, aber es ist noch eine viel, viel größere Herausforderung für die Menschen auf der Flucht. Ich würde total gerne mit dir auf die beiden Ebenen einsteigen und dich einladen. Was hat das bei euch im Team und auch in der Zusammenarbeit für euch als NGO, die ja eigentlich ein Büro in Bonn hat, gemacht? Ja, wir haben unser Büro in Bonn, das beherbergt eben alle Arbeitseinheiten der UNO-Flüchtlingshilfe. Dazu zählt die Spenderkommunikation, dazu zählt natürlich Finanzen, aber eben auch Kommunikation und die IT. Und die IT haben wir in den letzten 4 Jahren tatsächlich ziemlich ausgebaut. Für eine NGO sind wir mit 7, 8 Kolleginnen und Kollegen da sehr breit aufgestellt. Und das haben wir genau zum richtigen Zeitpunkt gemacht. Denn als es hieß, jetzt steht der erste Lockdown an, konnten wir von heute auf morgen alle Kolleginnen und Kollegen nicht nur mit dem technischen Equipment ausstatten, sondern hatten innerhalb von 24 Stunden tatsächlich auch alle unsere Arbeitsprozesse verlegt ins Digitale und dadurch natürlich die Möglichkeit, weiterzuarbeiten und da ganz intensiv uns um die zu kümmern, für die wir eigentlich da sind, die Flüchtlinge. Und wie funktioniert dann der Switch genau auf die Seite, ne? Also es ist ja schon beeindruckend zu hören, dass ihr das als NGO innerhalb von 24 Stunden geschafft habt, eure Prozesse dann digital umzusetzen. Vielleicht können wir dann den Blick, ne, auf die andere Seite machen, weil du auch natürlich eingangs gesagt hattest, dass die ganze Pandemie und alles, was damit zusammenhängt, natürlich auch für die Menschen auf der Flucht nochmal eine exorbitant höhere Belastung darstellen. Wie funktioniert denn die Kommunikation in die Richtung und was würdest du sagen, sind die Dinge, die jetzt nochmal herausfordernder geworden sind? Na, für die Menschen auf der Flucht ist es, glaube ich, sehr klar, wenn du aufgefordert wirst, eine Maske zu tragen, dann brauchst du eine Maske. Wenn du aufgefordert wirst, Abstand zu halten, dann brauchst du Platz. Wenn du aufgefordert wirst, dir regelmäßig die Hände zu waschen, dann brauchst du Wasser. Und alle Voraussetzungen sind nicht immer gegeben. Die Masken müssen beschafft werden und besorgt werden. Der Platz in einem Flüchtlingscamp ist begrenzt. Die Zahl derjenigen, die dort Schutz und Sicherheit finden, ist groß. Und das Wasser steht natürlich auch nicht endlos zur Verfügung. Also, wie du ganz richtig sagst, Felix, es ist eine zusätzliche Herausforderung zu einer Wahnsinnsanforderung, die jeder und jede Einzelne auf sich genommen hat, um zu fliehen, die Heimat zu verlassen und Schutz und Sicherheit zu finden. Und wie hat sich auch durch diese beiden parallel laufenden Prozesse, ne, also die Digitalisierung, die ja vielleicht auch durch die Pandemie, wie bei vielen von uns, irgendwie nochmal beschleunigt wurde, ne, und die Pandemie selbst, eure Zusammenarbeit mit den Geflüchteten verändert oder beeinflusst? Na, wir sind natürlich sehr schnell dahin gekommen, dass wir A, unsere Prozesse digitalisieren müssen, also unsere eigenen Arbeitsprozesse. Das haben wir auch, wie gesagt, sehr schnell geschafft, weil wir das Equipment hatten und uns auch vorher schon überlegt haben, wie können wir die Arbeitsprozesse auch digital abbilden, zum einen. Zum anderen aber war es natürlich für uns auch Voraussetzung, sehr schnell sich neue Kanäle zu erschließen und zu überlegen, wie kann man erreichen, dass die Zivilgesellschaft in Deutschland weiterhin bereit ist, Geld zur Verfügung zu stellen, zu spenden für Menschen, denen es eben wesentlich schlechter geht. Und einer dieser Kanäle
sind Studierende, die in den Innenstädten stehen und über die Flucht und Fluchtursachen informieren und die Menschen auffordern, zu spenden und uns unsere Arbeit und die des UNHCR zu unterstützen. Und mit dem Lockdown war das natürlich von heute auf morgen beendet. Und wir mussten andere Wege suchen. Telefonie, Fernsehen, Mailings, die wir dann ganz besonders betont haben und nach vorne gesetzt haben. Und durch diesen Schwenk in den Kanälen haben wir tatsächlich auch erreicht, dass unser Ergebnis nicht reduziert wurde, was wir anfangs wirklich befürchtet haben, sondern wir haben im letzten Jahr das beste Ergebnis in der Geschichte der UNO-Flüchtlingshilfe und wir uns gibt es eben schon seit 40 Jahren erzielt. Ein großes Kompliment also an alle Unterstützerinnen und Unterstützer und ein Zeichen dafür, dass viele Menschen eben über den eigenen Tellerrand hinausblicken und sich Sorgen machen und kümmern um diejenigen, denen es noch wesentlich schlechter geht. Oh, das ist mega, mega gut zu hören und freut mich total, weil meine nächste Frage, du hast sie jetzt sozusagen schon vorweggenommen, ne, wäre gewesen, wie hat sich denn auch durch die Pandemie irgendwie das Spenderverhalten geändert? Ne, dazu hast du ja in Teilen jetzt schon etwas gesagt. Aber glaubst du, ich finde auch die Kanäle interessant, nochmal zu näher zu beleuchten, ne, weil du gesagt hast, gerade durch Studierende im Vorfeld war auch so der persönliche Kontakt total wichtig. Was glaubst du, was war euer Erfolgsrezept? Wie habt ihr es erreicht, dann über die von dir genannten Kanäle halt mit den Menschen in Kontakt zu bleiben und sie offen zu halten für die Themen? Weil meine erste These oder Frage wäre halt auch gewesen, wow, sind Menschen denn eher. Schließen Sie sich eher und denken, oh Gott, ich muss mich auch um mich selber kümmern. Oder öffnen Sie sich und denken, okay, hey, uns, ne, wir sind irgendwie von der Pandemie betroffen, aber uns geht es halt immer noch verdammt gut. Wir sind immer noch privilegiert. Wie können wir jetzt anderen Menschen helfen? So, und was glaubst du, wie habt ihr da es geschafft, dass eure Botschaft weiterhin Anklang gefunden hat, was so wichtig ist? Ich glaube, es ist ja beides. Auf der einen Seite zeigen ja die großartigen Spenden, dass die Menschen tatsächlich auch an andere denken. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass jeder sich auch Sorgen um sich selbst, um seine Familie, um seine Freunde macht. Aktuell fragt man doch, wie sieht's denn bei dir aus? Wann wirst du geimpft und was bekommst du für eine Impfung und wie lange dauert's, bis du dann die nächste Impfung hast? Also das sind sehr nachvollziehbare Gedanken und Sorgen. Und die haben bei uns natürlich zunächst in der Einschätzung dazu geführt, dass wir gesagt haben, oh, die Probleme und Fragen, die sind so groß, da wird kaum Platz bleiben für die Menschen auf der Flucht. Aber da lagen wir zum Glück falsch. Ja, wir haben sie angesprochen über diese verschiedenen Kanäle, wie zum Beispiel Telefonie, aber eben auch per Mail. Und das eben in einer Art und Weise, die nicht mit jedem Anspruch daherkommt, hast du mal 10 Euro, hast du 50 Euro, hast du 100 Euro, sondern die auch informiert. Beispielsweise, als das Flüchtlingscamp in Moria gebrannt hat letztes Jahr. Natürlich haben wir unsere vielen, vielen Unterstützerinnen und Unterstützer informiert darüber. Und je mehr wir wussten, gab es dann ein Newsletter, dann gab es einen weiteren mit neuen Informationen, die wir eben von unseren Kolleginnen und Kollegen vom UNHCR bekommen haben. Und an dritter Stelle konnten wir dann eben auch mitteilen, so, wir haben dich darüber informiert, wir wissen jetzt, was sind die Erfordernisse. Und wir wissen schließlich drittens, was kostet das Ganze? Bist du bereit, uns dabei zu unterstützen? Und wir hatten binnen kürzester Zeit 500.000 Euro, die wir sofort für Griechenland zur Verfügung stellen konnten, für den UNHCR dort, damit der da in seinem Einsatz
tatsächlich auch finanziell unterstützt wird. Vielen Dank für den Überblick. Du hast eben was gesagt, was sofort bei mir resoniert ist, nämlich, dass man 10 Euro, 50 Euro, 100 Euro spenden kann. Ich frage mich ganz oft, wenn ich 10 Euro spende, versandet das nicht irgendwie, weil es gibt irgendwie Payment-Kosten, es gibt Verwaltungskosten, die natürlich anfallen. Bewirkt das überhaupt was? Ja, das bewirkt etwas, aber das ist die ganz selbstverständliche, richtige Frage, die du stellst, Tim. Was passiert eigentlich mit meinem Geld? Und finanziere ich damit das Büro in Bonn oder landet es wirklich dort, wo es landen soll? Um diese Fragen kümmern sich nicht nur wir und ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer, sondern wir sind auch Mitglied beim DZI, dem Deutschen Institut, Zentralinstitut, das ein Spendensiegel herausgibt, wo genau überprüft wird, wie viel Kosten sind Werbungskosten, sind Verwaltungskosten, was geht tatsächlich raus. Und das war uns nicht genug. Wir sind auch Mitglied im Deutschen Spendenrat, der eben auch genau prüft, was passiert da und wie sehen die verschiedenen Kosten aus? Und natürlich ist es so, dass man Verwaltungskosten hat. Wenn du über 60 Beschäftigte hast, die willst du natürlich vernünftig entlohnen. Aber wir können mit einigermaßen Stolz sagen, wir sind froh darüber, dass wir zwischen 3 und 4, 4,5% Verwaltungskosten haben. Das ist ein enorm geringer Beitrag, der eben dann von jedem Euro abgeht. Aber jetzt geht unser Geld ja nicht dann direkt an den UNHCR, damit dort wiederum Verwaltung finanziert wird. Das können wir nicht und dürfen wir auch gar nicht als gemeinnützig anerkannter Verein. Geht das Geld genau in das Projekt, das mit dem UNHCR besprochen wird. Ich war beispielsweise, das war direkt vor Covid, in Jordanien im Camp Azraq und konnte mir ansehen, was mit dem Spendengeld dort tatsächlich passiert. Und da sind 45.000 Menschen in 7 verschiedenen Dörfern, die in einem großen, großen Camp in Jordanien sind. Und wie dort die Schulen, der Unterricht, die Ausbildung, die Märkte, die Gesundheitsstationen funktionieren und finanziert werden. Hilfe also, die direkt ankommt. Das ist natürlich nochmal gut und wichtig zu hören. Seht ihr, dass sich die Fluchtursachen möglicherweise auch während der Pandemie verschoben haben? Es ist sicherlich so, dass auch da Sorgen bei Menschen, die auf der Flucht sind, bestehen. Aber ich glaube jetzt nicht, dass Gesundheitsprobleme nochmal gesondert dazu geführt haben, sondern es sind doch in der Regel Krieg, Gewalt und Auseinandersetzungen, die in vielen Ländern eine Rolle spielen, dass die Menschen ihre Heimat verlassen. Und sie verlassen sie ja nicht freiwillig. Kein Mensch flieht freiwillig, sondern es gibt Gründe, warum man aus Syrien flieht, warum man aus Südsudan flieht, warum man aus Myanmar flieht. Und wo flieht man dann hin? Dann fliehen die Menschen nicht alle, wie man oft denkt oder wie uns manche glauben machen wollen, es fliehen nicht alle nach Europa, sondern von den rund 80 Millionen Menschen, die weltweit auf der Flucht sind, sind 2,8 oder 2,9 Millionen, die hier in Europa Schutz und Sicherheit gefunden haben. Das heißt auf der anderen Seite, aber 77 Millionen sind ganz woanders, außerhalb unseres Kontinents und finden dort Schutz und Sicherheit. Und das sind in der Regel die unmittelbaren Nachbarländer. Und jeder, der jetzt aufmerksam bei euch zugehört hat, der weiß, wenn man sagt, jemand flieht aus Syrien oder Myanmar oder er flieht aus Südsudan und wir gucken in die Nachbarländer, dann sind das Jordanien, Bangladesch und Uganda. Und die zählen sicherlich nicht zu den finanziell starken Aufnahmegesellschaften, aber es sind Länder,
die das wunderbar machen und der UNHCR sie dabei natürlich auch unterstützt. Aufnahmegesellschaften von Ländern, die selber Unterstützung brauchen und trotzdem bereit sind, Menschen aufzunehmen. Das ist, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Das ist natürlich, du hast gesagt, 77 Millionen Geflüchtete auf der Welt geben, die halt nicht nach Europa fliehen, sondern halt ganz oft in die Nachbarländer, die selber nicht die beste Infrastruktur haben oder die stärkste Wirtschaftskraft. Was sind die größten Herausforderungen, die ihr dort erlebt? Ja, die Kolleginnen und Kollegen des UNHCR berichten uns natürlich von den täglichen Herausforderungen, die sie haben. Wenn man beispielsweise im Jemen sitzt und dort für den UNHCR vor Ort gucken muss, was hat beispielsweise ein Luftangriff alles zerstört und was müssen wir jetzt für Schutzmaßnahmen für die Zivilbevölkerung treffen, dass man dann vorher via Satellitentelefon zunächst einmal anrufen muss bei einer der Kriegsparteien, um sicherzustellen, dass man auf dem Weg dorthin nicht von einer Drohne abgeschossen wird. Oder eine Repräsentantin des UNHCR aus Afrika, aus einem afrikanischen Staat, die mir erzählte, sie wacht auf, geht aus ihrem Haus raus, wo davor ein großer Platz ist. Und auf diesem Platz sitzen morgens 8000 Menschen, die über Nacht aus dem Nachbarland geflohen sind. Und sie gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen organisiert bis 2 Uhr morgens die Unterbringung dieser 8000 Menschen mit Plastikplanen, mit Zelten, mit Pritschen, mit Bastmatten, damit die Leute zunächst einmal eine Unterkunft haben oder einen Schutz vor Regen, zunächst einmal das Notdürftigste tatsächlich bereitgestellt wird, Kraftnahrung für die Babys und medizinische Untersuchungen. Und abends oder früh morgens um 2 Uhr morgens legt sie sich fix und foxy ins Bett und am nächsten Morgen geht sie vor ihre Tür und da sitzen vor ihrem Haus 12.000 Menschen. Aber nicht 8 plus 4, sondern weitere 12. Heißt 20.000 Menschen innerhalb von 48 Stunden in einem Notfall, die dann unmittelbare Hilfe, Schutz und Versorgung bedürfen. Und da sind die Helferinnen und Helfer des UNHCR einfach großartig. Sie haben die Erfahrung in Logistik, sie haben die Erfahrung in schneller Hilfe und sie haben die Erfahrung eben auch abzuchecken, was ist jetzt an erster Stelle notwendig und wie können wir das organisieren? Und das organisieren sie dann in wunderbarer Weise. Und ich sag mal, als kleiner Werbeblock für alle Hörerinnen und Hörer, von den rund 8 Milliarden US-Dollar, die der UNHCR im letzten Jahr für notwendig befunden hat, hat er knapp 4 Milliarden zur Verfügung gehabt. Das heißt, jede Aktion ist immer nur zu 50% finanziert. Und deswegen, auch deswegen brauchen wir Menschen, die bereit sind, diese Arbeit zu unterstützen. Lass mich doch da direkt mal einsteigen, weil ich habe auch gerade gedacht, ey, normalerweise reden wir halt in unserem Podcast so, naja, über die Themen irgendwie Unternehmertum, agiles Mindset, Digitalisierung und so die Probleme, die wir mit Digitalisierung haben und wie irgendwie Führung funktionieren kann und Leadership. Und ja klar, wenn wir jetzt so mit dir sprechen, rückt das alles halt völlig in den Hintergrund. Was können wir denn und was können unsere Hörerinnen und Hörer aktiv tun, um zu helfen? Ne? Und wenn jetzt jemand sich animiert fühlt und denkt, ja, irgendwie ne, neben unseren First World Problems, die wir so haben mit unseren Unternehmen, wollen wir dich und euch irgendwie unterstützen. Wohin können wir spenden und was können wir vielleicht darüber hinaus denn noch tun? Man kann sich informieren über unsere Website www.unoflüchtlingshilfe.de. Und dort erfährt man nicht nur viel über die Situation in einzelnen Ländern, sondern kann dort auch sehr konkrete Hilfsaktionen starten.
Man kann aber auch, wenn man sagt, das ist mir zu wenig, ich möchte nicht nur international Geld geben, 15, 50, wie auch immer, Euro, und das möglichst regelmäßig in bestimmten Abständen, so dass der UNHCR damit auch arbeiten kann, kann man natürlich auch schauen, was ist eigentlich in meiner Stadt, in meiner Gemeinde, in meinem Landkreis los an Unterstützungsinitiativen für Geflüchtete, in der man sich selber eben dann auch engagieren kann. Und 2015, 2016, als das Thema Flucht und Flüchtlinge in Deutschland so groß war, da stand immer auf den ersten Seiten der Zeitungen und in den Nachrichten, erinnert ihr euch bestimmt an die Bilder der Willkommensgesellschaft, der Willkommenskultur hier in Deutschland. Und heute liest man davon gar nichts mehr. Tatsache ist aber, dass wir im vergangenen Jahr über 80 Organisationen, Initiativen in Deutschland mit über 1,8 Millionen unterstützt haben. Es gibt sie also von München bis Flensburg und von Saarlouis bis Chemnitz. Die Initiativen und die Menschen, die sich engagieren für ihre Nachbarinnen und ihren Nachbar, der hierher gekommen ist, um Schutz und Sicherheit zu finden. Und das ist natürlich neben der Unterstützung, die finanzieller Natur für uns natürlich wichtig und wunderbar ist, die zweite Sache, die man tun kann. Und letzter Punkt, den ich vielleicht sagen will, Felix, alle Punkte, die du für euren Podcast angesprochen hast, Führung, Digitalisierung, die Herausforderungen, die man jetzt als NGO-Unternehmerin oder Unternehmer, und das sind wir ja als eine NGO, die haben wir natürlich auch. Diese Fragen stellen sich bei uns auch. Und wir haben jetzt beispielsweise neben allen Veränderungsprozessen daran gearbeitet, wie können wir die Digitalisierung weiter vorantreiben. Und ich sagte ja eingangs, dass wir relativ viele Kolleginnen und Kollegen in unserem IT-Team haben gegenüber anderen Organisationen. Und trotzdem haben wir hier einen Prozess, der jetzt gerade abgeschlossen wurde, in dem wir uns eben auf die Suche gemacht haben nach einem neuen CRM-Basis und haben uns entschieden für Salesforce und dort vor 2 Wochen den Go Live gestartet. Das ist etwas, was für uns natürlich wichtig ist, weil wir ja nicht nur für heute und morgen arbeiten, sondern schon sehen, dass unsere Arbeit nicht nur wichtig ist, sondern wir jederzeit auch mit unseren Spenderinnen und Spendern, die unsere Arbeit unterstützen, in Kontakt, bestmöglich in Kontakt bleiben müssen, damit wir gut weiter wachsen können. Ein total spannender Punkt, weil ihr habt natürlich einerseits super viele ITler intern, also so vom Personalanteil knapp 10%, ein bisschen mehr sogar. Und auf der anderen Seite sagst du, ihr habt gerade ein CRM als digitale Datenbasis geschaffen. Ich kenne viele NGOs, die switchen nicht mal eben so auf Salesforce oder auf ein anderes System. Warum ist das so wichtig? Ja, ich komme ja selber nicht aus der NGO-Welt, aber ich habe die natürlich lange begleitet und auch in den verschiedenen Feldern in der Beratung tätig gesprochen und Erfahrungen sammeln können. Manchmal hat man so den Eindruck, ja, das wollen eigentlich alle NGOs und sagen, ja klar, online first und Digitalisierung, aber wenn es dann gemacht wird oder gemacht werden soll, dann dauert das seine Zeit. Und das sollte bei uns auf gar keinen Fall der Fall sein. Wir haben diesen Prozess mit einiger Zeit angelegt, also durchaus uns auch Zeit genommen, hier richtig auszuwählen, zu testen, Proof of Concept zu schreiben und auch umzusetzen, um uns am Ende zu entscheiden und auch zu implementieren. Das hat alles lange gedauert. Das hat viel Investitionen, Bedarf einer großen Investition. Aber es ist wichtig, wenn wir
auf 5 oder 10 Jahre weiter in die Zukunft blicken. Ich glaube, wer nicht in diesem Bereich mit Unterstützerinnen und Unterstützern auf einer sehr individualisierten und direkten Art und Weise kommunizieren kann, der wird es als kleine und mittlere Organisation wirklich schwer haben. Und das sollte und darf uns nicht passieren. Und deswegen sind wir eigentlich alle nicht nur Fundraiser, sondern wir sind auch alle ITler, weil jeder in seinem Arbeitsplatz natürlich mit eingebunden ist und seine Vorstellungen, seine Zielmarken mit eingeben muss, damit wir zu einem großen gesamten guten Konzept kommen. Das klingt sehr, sehr professionell und eher so, wie es möglicherweise in der Wirtschaft erwarten würde. Gleichzeitig erlebe ich aber auch oft in der Wirtschaft Vorbehalte. Was kannst du möglicherweise an Tipps und an Erfahrungen teilen, damit ein Digitalisierungsprojekt funktioniert? Das ist ein Tipp, würde ich das gar nicht nennen. Ich sag mal, es gibt ein Format bei uns, das heißt Zukunftswerkstatt. Da treffen wir uns in regelmäßigen Abständen, mindestens einmal im Monat. Und jede Zukunftswerkstatt wird von einem anderen Team vorbereitet. Und da gibt es ganz wenige Regeln. Nämlich die Regel, du darfst nicht den Wortbeitrag deiner Vorrednerin oder deines Vorredners kritisieren, wie, ach, das hat schon eine andere NGO ausprobiert, das funktioniert nicht. Zweitens, du darfst nicht über die Finanzen reden. Ach, die Idee ist viel zu teuer, brauchen wir gar nicht weiter zu diskutieren. Drittens, du sollst nach vorne überlegen, was sind Möglichkeiten und worin bestehen die Chancen. In einem zweiten Schritt wird man dann sehen, ist das tatsächlich zu realisieren und wenn ja, wie? Natürlich spielen dann auch die Finanzen eine Rolle. Wenn das aber von Anfang an schon die Schere im Kopf bedeutet, ist es mir lieber, dass die Kolleginnen und Kollegen gemeinsam an Zukunftsthemen arbeiten. Und das tun wir. Und das bedeutet, dass möglichst viele, es gelingt nie zu 100%, aber möglichst viele bei so einem Digitalisierungsprozess, so einer Überlegung, wo wollen wir eigentlich in 5 Jahren stehen, möglichst viele daran beteiligt sind, ihre eigenen Beiträge dazu abliefern können und natürlich das auf Augenhöhe und dabei auch gehört werden, nicht nur wollen, sondern tatsächlich auch gehört werden, weil man eben mit den Erfahrungen einer jeden Einzelnen und eines jeden Einzelnen tatsächlich ein großes Gesamtbild bauen kann und ein großes Gesamtkonzept aufstellen kann. Wenn meine Idee nicht gleich realisiert wird, sondern erst übernächstes Jahr, dann war sie möglicherweise ziemlich teuer und hat in der zweiten oder dritten Stufe, nämlich der Priorisierung, wann setzen wir das denn um und wie können wir es umsetzen, nicht die erste oder zweite Priorität erlangt. Aber sie ist gehört worden und sie ist mit eingeflossen. Also sehr, sehr wichtig, sowohl das ganze Team zu beteiligen, jedem eine Chance geben, auch in die Zukunft zu blicken auf der anderen Seite, aber auch hinzugehen, offen zu sein und Neues zuzulassen, egal wie es denn nach hinten raus präsentiert wird, weil, und das fand ich auch nochmal so schön an dem Salesforce-Beispiel, es natürlich ein riesengroßer Change-Prozess ist, der auch seine Zeit braucht, weil ihr werdet natürlich nicht über Nacht auf 8 ITler mit einer hohen Akzeptanz gekommen sein. So ist es und wir werden auch nicht auf 60 ITler und Fundraiser mit einer hohen Akzeptanz gekommen sein, sondern das ist ein Prozess, den man gemeinsam entwickelt, in dem man übrigens auch Höhen und Tiefen hat, Motivationstiefen und Motivationshöhen. Und hier war das einfach toll zu erleben, wie wir gerade kurz vor dem Go-Live nochmal alle Kolleginnen und Kollegen gebeten haben, das gesamte Wochenende zur Verfügung zu stehen, um alle Tests nochmal vor dem Go-Live wirklich durchzuführen.
Und da gab es jetzt keinen, der gesagt hat, oh Gott, jetzt am Wochenende und Überstunden und, sondern alle haben die Ärmel hochgekrempelt und haben gesagt, das ist eine Chance, da will ich dabei sein und da mache ich mit. Und so haben überwältigend viele Kolleginnen und Kollegen eben ihren Beitrag dazu geleistet. Salesforce ist ja keine, oder die CRM-Basis ist ja kein Ding, was jetzt ein IT-Projekt ist, sondern es ist ein Projekt für die gesamte Organisation und für jede und jeden Einzelnen von uns. Und da ist es gut und wichtig, dass alle auch mit dabei sind. Sehr, sehr wichtiger Punkt. Wie habt ihr es geschafft, dass alle den Gewinn für sich auch in dem CRM sehen? Weil man natürlich auch darüber berichten kann und sehen kann, welche Möglichkeiten damit eröffnet werden. Vielleicht auch nicht sofort. Es gibt einige Möglichkeiten, die können wir jetzt noch nicht finanzieren. Aber Mitte nächsten Jahres beispielsweise sind wir damit voll am Start. Und dafür gibt es dann Pläne. Wie setzen wir wann was um und welche Kapazitäten brauchen wir dafür und welche haben wir oder müssen wir bis da und dahin bereitstellen? Also genau, ich würde jetzt gleich auch so ein bisschen auf die Zielgerade einbiegen. Gibt es noch ein wichtiges Thema, was wir mit reinnehmen sollten, Peter? Nee, ich weiß ja nicht, ich habe bei euch noch nicht in den Podcast reingehört. Ich weiß deswegen nicht, ob wir einen Teil davon zumindest abgedeckt haben. Absolut. Aber es ist so, dass ihr ja auch dankenswerterweise angesprochen habt, wie kann man sich engagieren. Und ich glaube, dieser kleine Werbeblock ist dann auch gestattet. Total, Und das haben wir unbedingt. erledigt. Peter, vielen, vielen Dank bis hierhin. Das waren wirklich viele wichtige Punkte, die wir gehört haben. Ich habe den Tim im Hintergrund tippen gehört. Tim, was hast denn du für unsere Zusammenfassung aufgeschrieben? Ganz, ganz viel. Ich habe nochmal gelernt, dass die UNO-Flüchtlingshilfe sich mit Fluchtursachen und Schicksalen beschäftigt und dass es über 80 Millionen Menschen auf der Flucht gibt. Wir haben darüber gesprochen, dass nur ein Bruchteil von den Personen eigentlich bei uns in Europa landet. Viele Personen auf der Flucht flüchten in die Nachbarländer, die oft selber nicht die beste Infrastruktur haben. Und dafür braucht es halt den UNHCR und die UNO-Flüchtlingshilfe, die dann da vor Ort Infrastruktur aufbauen können, Menschen helfen können, vor allem jetzt auch in Zeiten von Covid-19, weil wenn ich eine Maske tragen muss, dann brauche ich eine. Und wenn ich Abstand halten soll, dann brauche ich Platz. Und das funktioniert natürlich nicht in einem Flüchtlingscamp, was für 5.000 Personen ausgelegt ist und wo 20.000 Personen vor Ort sind. Genauso, wenn ich mir regelmäßig die Hände waschen soll, dann brauche ich halt Wasser. Und wir haben darüber gesprochen, wie die UNO-Flüchtlingshilfe es schafft, dafür Mittel einzuwerben, zum Beispiel über eine sehr individuelle, transparente, aktuelle Kommunikation, auch am Beispiel des Brands im Flüchtlingscamp in Moria. Wir haben darüber gesprochen, wie die UNO-Flüchtlingshilfe es geschafft hat, trotz allem, also von einem Face-to-Face-Fundraising auf der Straße umzusteigen auf digitale Kanäle, auf digitale Möglichkeiten und das erfolgreichste, ich sage mal, Spendenjahr in der 40-jährigen Geschichte geschafft hat. Und wir haben darüber gesprochen, wie wir mit digitalen Tools vielleicht auch peu à peu Dinge optimieren können, wie wir Transparenz schaffen können, warum Transparenz gerade auch für NGOs so wichtig ist, also für gemeinnützige Organisationen und wie die UNO-Flüchtlingshilfe es schafft, auch alle für das Thema Digitalisierung zu begeistern und mitzunehmen über das Format Zukunftswerkstatt, wo sich halt alle Kolleginnen und Kollegen regelmäßig einbringen können und auch reihum in der Pflicht sind, sage ich mal, sich einzubringen und vorbehaltlos und offen auf die Zukunft zu blicken und Chancen und Potenziale zu identifizieren. Vielen, vielen Dank, Peter, dass du uns heute beehrt hast und einen Überblick gegeben hast und uns für das wichtige Thema der Flüchtlingshilfe sensibilisiert hast. Ich danke euch ganz herzlich. Das war ein spannendes Gespräch, weil es mir auch nochmal klar gemacht hat, dass neben allen Problemen und Herausforderungen natürlich das Thema eures Podcasts, Digitalisierung und welche Veränderungen dann natürlich auch Führung und andere Fragen hervorrufen, dass das genauso wichtig ist in der Umsetzung, um tatsächlich erfolgreich zu werden.
Mega gut, vielen Dank. Sag uns doch nochmal, bevor der Tim als unser Checkout-Zeremonienmeister gleich seines Amtes waltet, wenn Menschen sich jetzt engagieren wollen und mit dir slash euch in Kontakt treten wollen, wo finden wir euch? Am besten im Netz oder in den sozialen Medien bei Insta. Man findet uns natürlich bei Facebook und Twitter und als Web unter www.uno-flüchtlingshilfe.de. Und dort findet man dann auch tatsächlich alle Kontaktdaten und kann sich unmittelbar an uns wenden. Super, vielen Dank. Wir verlinken das auch alles in den Shownotes. Schaut auf jeden Fall drauf, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, und guckt, was ihr tun und wie ihr unterstützen könnt. Tim, walte doch bitte deines Amtes und schieß unsere Checkout-Frage raus. Lieber Peter, wenn du den heutigen Tag in einem Wort zusammenfassen müsstest, was ist dieses eine Wort? Motivation. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen dicke, aber es ist jeden Tag neue Motivation, weil man weiß, wofür man was tut und neben Motivation auch Dankbarkeit. Dankbarkeit für die vielen Menschen, die uns dabei unterstützen. Felix, was ist es bei dir? Bei mir ist es in der Tat auch Dankbarkeit. Absolut. Was ist bei dir, Tim? Ihr seid so gemein. Also ich bin auch sehr bei Dankbarkeit und bei der Wertschätzung für das, was wir haben und wie gut es uns geht. Gerade auch nochmal in so einem Austausch wird mir das immer sehr, sehr stark bewusst. Total. Vielen Dank, ihr Lieben, für diesen super spannenden Austausch. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, gib uns gerne ein Feedback, teil deine Erfahrungen, werde aktiv, wo auch immer du aktiv werden möchtest, such dir etwas, um Menschen auf der Flucht zu helfen. Es gibt so viele da draußen, wie wir gerade gehört haben, und wir können auch mit kleinen Beiträgen und kleinen Gesten schon so viel bewirken. Vielen Dank, Tim, vielen Dank, Peter, vielen Dank, ihr da draußen. Macht's gut. Ciao. Ja, auch von mir vielen Dank und bleibt gesund.